Seit 2013 beackert bei Deutz Fahr die Serie 7 das Leistungssegment zwischen 200 und 250 PS. Konsequent hat Deutz Fahr damit seinerzeit den Startschuss zur Modernisierung seines Traktorenprogramms gegeben. Die Serie 7 profitiert von den Erfahrungen, die die Lauinger mit den Deutz-Motoren und ZF-Getrieben in den Vorgängertraktoren Agrotron X700 und TTV 630 gemacht haben. Mit dieser Neuordnung des Großtraktorensegments entfiel auch die Powershift-Getriebe-Variante und man konzentriert sich nun auf die stufenlose Kundschaft im Profibereich. Agrartechnik hat einen neuen Deutz Fahr 7250 TTV im letzten Herbst auf dem Acker und der Straße getestet. Vom Markt gefordert wurde für die Flaggschiff-Baureihe von Deutz Fahr vor allem eine neue Kabine. Die mit der Serie 7 vorgestellte Maxi-Vision-Kabine und das neue Bedienkonzept stießen auf viel Lob. Platz genommen haben wir darin bereits während unserem Maschinentest der Serie 6 TTV, welche den identischen Fahrerstand aufgesetzt bekommt. TTV, das steht bei Deutz Fahr für die stufenlose Getriebetechnologie. Ab den Vierzylindern der Serie 6 aufwärts ist das Bedienkonzept identisch. Die Hand wird bequem auf dem Fahrhebel abgelegt. Mit dem Daumen lassen sich Heckkraftheber, zwei Tempomaten und der Fahrtrichtungswechsel auslösen. Auf die zwei Wippschalter lassen sich zudem zwei Steuerventile legen. Hier fehlte uns die eindeutige Beschriftung, welche hilfreich ist, wenn man die Belegung der Steuerventile am Monitor verändert. Unsere Testmaschine war mit insgesamt 7 Steuerventilen in Front und Heck voll ausgestattet. Der große iMonitor 2.0 ist aus unserer Sicht führend, was die Darstellung der Informationen und der benutzerdefinierten Anordnung der Registerkarten angeht. Bei der Berührungsempfindlichkeit der Oberfläche sehen wir allerdings noch Verbesserungspotenzial. Laut Deutz Fahr wurde der Bildschirm diesbezüglich mittlerweile optimiert. Die Menüs sind sehr gut strukturiert und lassen sich leicht finden. Sämtliche Basisdaten, das Vorgewendemanagement, Komfort-Tipp und auch die gewählte Fahrstrategie des Traktors werden über das kleine Work-Display angezeigt. Dieses ist Serie. Der große iMonitor ist vor allem für satellitengestütztes Arbeiten und für ISOBUS-Geräte empfehlenswert. Serie 7 TTV bietet dem Fahrer die drei Fahrstrategien Auto, Zapfwelle und Manuell für die Motor-Getriebeabstimmung und die Steuerung. Standardmäßig, beispielsweise beim Maistransport, fuhren wir im Automodus mit Fahrpedal. Die Vorgabegeschwindigkeit wird bequem über das Scrollrad am Fahrhebel verändert. Beschleunigungs- und Verzögerungsverhalten genauso wie der Drehzahlbereich lassen sich über Drehputi auf der Konsole vom Fahrer auf die jeweilige Arbeit einstellen. Dies spart Kraftstoff. Das 6,1 Liter Deutz-Aggregat mit einer Nennleistung von 236 PS hat auch schon in anderen Tests sparsam abgeschnitten. Beim Straßentransport mit einem Abschiebewagen haben wir rund 22 Liter pro Stunde verbraucht. Genau in diesem Arbeitsumfeld liegt aus unserer Sicht auch die Stärke des Serie 7 250 TTV. Hochleistungsscheibenbremsen, die pneumatische Kabinenfederung und das ZF-Getriebe mit auf Wunsch sogar 60 km/h lassen kaum Wünsche an einen komfortablen Transportschlepper offen. Obwohl Deutz Fahr auch an den richtig großen Traktoren mit 300 PS Plus entwickelt und beispielsweise die Serie 9 kurz vor der Serienproduktion hat, ist die Serie 7 derzeit die leistungsstärkste im Sortiment der Lauinger. Die Aufgabe des Vertriebs ist es nun, die Großtraktoren außerhalb des bei Deutz Fahr sehr absatzstarken mittleren Leistungssegments zu platzieren. Weiteres zur Serie 7 TTV steht in der Kategorie Maschinentest in der Ausgabe August 2015 der Fachzeitschrift Agrartechnik. In unserem YouTube-Kanal findest du zudem weitere Deutz Fahr Traktorentests der stufenlosen Geschwisterserien TTV 6 und TTV 5.